fantastic. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Spieletest. Ich bin der Matthias und wir haben uns heute mal das Spiel Tai Chi Panda ausgeguckt. Und ich weiß mal wieder noch nicht ganz genau, worum es geht. Wir machen den Test wieder mal genau von Anfang an, also völlig ohne großartige Voreindrücke und keine Ahnung was. Wir starten direkt so, wie man quasi original ins Spiel startet und werden sehen, ob sich das oder wie sich der Eindruck vom Spiel ergibt. Downloaden könnt ihr euch das Ganze mit dem Download-Link in der Beschreibung. iOS und Android. Ich spiele auf dem iPad, wie ihr seht, an der iPad-Oberfläche. Und dann lasst uns einfach mal starten, würde ich sagen. So. Ach ja, wir müssen uns ein Login machen. Dann überspringen wir das mal ganz kurz und ich melde mich gleich wieder, wenn es weitergeht. Ja, ich habe mich jetzt als erstes mal als Gast eingeloggt, weil es gerade irgendwie ein kleines Problem gab. Ich weiß nicht genau, irgendwie konnte ich mich nicht registrieren. Und wir müssen uns jetzt einen Charakter machen. Wir haben jetzt die Auswahl zwischen Treasure Hunter, also Schatzjäger, Tai Chi Panda, Fox Mage, Glorious Warrior und Treasure Hunter hatten wir schon. Und ich würde sagen, da das Spiel Tai Chi Panda heißt, nehmen wir auch den Tai Chi Panda. Wir müssen ihm mal noch einen Namen geben, dann nennen wir den mal Mobile Fan Panda, nicht Pünder. Mobile Fan Panda. So. So nennen wir ihn. Und gehen auf Create Character. So, mal gucken. Ach, jetzt müssen wir die. Hä? So. Was war das denn jetzt? Ist das ein bisschen empfindlich scheinbar, die Links- und Rechts-Auswahl? Mobile Fan Panda. I smell goblins. Okay. I hope you're keen to fight or at least keen to run. You're headed for a trap. Also, ich hoffe, ihr könnt kämpfen oder weglaufen. Ihr steuert auf eine Falle zu. Okay. Wer bist du? Ich bin Aria, das Orakel von Afza. Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich muss eben kurz einmal immer das Englische lesen. Deswegen dauert es jetzt eine Sekunde länger. I also know that you're done for if you don't focus on the task ahead. Ich weiß, dass du erledigt bist, wenn du dich nicht auf die Aufgabe konzentrierst, die vor dir liegt. Dann vor Goblins. I eat Goblins for breakfast. Also erledigt von Goblins. Ich esse Goblins zum Frühstück. Sei nicht so arrogant. Goblins sind sehr stark. Let's go. Lass uns dich fit machen für den Kampf. Hi, I'm Melody. The Oracle asked me to help you. Also das Orakel will, dass ich dir helfe. Ich werde dir einige Basics zeigen. Use the joystick to move. Also benutze den Joystick, um dich zu bewegen. Kriegen wir hin. Ah, okay. So, ja, verstehe ich. Und press attack to kill the monsters. Also rechts unten auf Attacke drücken oder auf Kämpfen drücken, um die Monster anzugreifen. So, das kriegen wir dann jetzt. Oh, zack, zack. Ah, okay. Mit dem Joystick quasi laufen, auf die Monster zusteuern und dann auf Attacke drücken. Das macht bis jetzt einen ganz coolen Eindruck, muss ich sagen. Macht bis jetzt einen ganz coolen Eindruck. Jetzt laufen wir hier hoch. Folgen dem Pfeil. Und wir können hier unten eine Special-Attacke benutzen auf den, ich weiß nicht, sind das Finger? Keine Ahnung. Dann haben wir den einen schon mal richtig auf die Fresse gehauen. Müssen wir jetzt noch die anderen besiegen. So. Zack, zack, zack. Alles in Brace Yourself. Okay, was heißt das? Also mach dich fertig. Jetzt kommt hier so ein Endgegner wahrscheinlich. It's Rage Ape. Also das ist der Wutaffe. Und ich zeige dir jetzt, wie man ihn in den Boden stampft. So. Natürlich jetzt hier noch so zwei so Nebenlumpis. Die machen wir mal eben weg und dann kümmern wir uns um den Boss hier. Klick hier, okay. Jetzt haben wir die Schutzschild durchbrochen. Und ja, die Hauptattacke reduziert sein Schutzschild. Und das wird sie am Ende besiegen. Okay, und sein Schutzschild wird sich auch irgendwann also wieder aufrechter stehen oder wieder verbessern. Also sollen wir uns beeilen. Sollen wir mal gucken, jetzt, ob wir den jetzt besiegt bekommen. Da oben ist sein Leben oder sein komisches Schutzschild-Moped. So, jetzt
Drücken wir hier auf diese Special Attacke. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Ich laufe mal einmal doof um ihn rum. Ja, die hat uns unterschätzt, auf jeden Fall. Das ist richtig. Ich bin stärker, als ich aussehe. Ich bin auf Faller Island. Komm mal her und rede mit mir. Wir müssen etwas ausdiskutieren, ja? Gut, gehen wir da mal hin. Victory! Click to confirm. Okay, so. Flip a card. Pick carefully. So, links, rechts, Mitte. Was soll man nehmen? Sag mal was. 3, 2, 1. Jetzt brauche ich eine Entscheidung. Ja, stimmt. Rechts ist die beste. Confirm. Jetzt haben wir bekommen eine Rüstung, so wie das aussieht. Das Spiel erinnert mich ein bisschen an Dungeon Hunter. Wer das kennt. Open your inventory to see what you got. Okay, Backpack. Armor und Equipment. Jetzt haben wir uns quasi eine Rüstung angezogen. Und gucken uns jetzt mal die Quests an. So, also wie gesagt, wenn euch das Spiel, also ich finde das Spiel sieht ganz gut aus bisher. Wenn ihr es runterladen wollt, Download-Link findet ihr in der Beschreibung. Android und iOS. Mal gucken, was noch so auf uns wartet, aber ich finde es bisher ganz cool. Receive Award, ja, wir haben einen Preis bekommen. 5000 Goldmünzen. Mal gucken, wofür die gut sind. So. Pathfinding. Okay. Herzlich willkommen in Valar. Unser Schüler Karzin braucht Hilfe, die Goblin, the Elementalists of Goblin Woods zu schlachten. Ja, keine Ahnung, ich skippe das jetzt mal. Wir wollen ja auch ein bisschen Spiel sehen und nicht hier nur so komisches Gedöns und hin und her gelabere. Ist meistens eh unwichtig. Also, Constitution 8, click here to fight, good luck, okay. Wollen wir mal gucken, jetzt müssen wir, also wir landen jetzt hier, okay. Und dann wollen wir mal schauen. Ah, hier haben wir den Joystick, laufen hier im Kreis. Oh, guck mal, wie schnell der sich im Kreis drehen kann, der Lulli. Oh, wie lange er das wohl mitmacht. So, wir gehen einfach mal jetzt hier entlang und gucken mal, oder lass uns überraschen. Oh, da kommt ein Gegner aus dem Boden gekraxelt. Lass uns überraschen, was jetzt hier so passiert. Ich drücke jetzt einfach mal hier auf den Tasten rum. Auf der Angriff-Taste, oh, das werden immer mehr. Guck mal, dass ich hier mal bei Zeiten direkt wieder die Special-Attacke zünden kann. Jetzt brauche ich die aber, glaube ich, gerade nicht. Die kriegen wir so. Sammeln wir Gold ein und laufen mal hier ein bisschen weiter in Richtung Go. Ich denke mal, das müsste richtig sein. Was ist das hier? Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Aha. Guck mal, wie wir die verarschen. Und jetzt kriegen sie die Special-Attacke in die Fresse. Jawohl, Junge. So will ich das sehen. Direkt aufs Maul hier. So. Kommt der nächste aus dem Boden. Alter. Feige Lumpis verstecken sich hier im Boden und warten, bis man dahergelaufen kommt. Um einem dann auf den Sack zu gehen. Das finde ich ganz schön frech von mich. Von denen, jetzt muss ich erstmal hierher laufen. Achtung, Achtung, okay. Jetzt kommt der Bossgegner oder was? Jetzt kommt Elementalist Karzin. Ja, dann werden wir mal den Karzin vor die Nase hauen. Ach, das ist jetzt wieder, zwei so Bodyguards dabei hier. Und jetzt, oh, jetzt hat er sich teleportiert, der Sackbauer. Und jetzt kriegt er einen. Mal gucken, ob wir ihn besiegen können. Kombo, 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 ja. Oh, jetzt ist er weggelaufen. Feiger Hund, verpisst dich einfach. Und Special Attacke. Wo ist eigentlich unser Leben? Ich sehe das gar nicht. Links oben, ne? Na gut, der hat uns ja bisher noch gar nichts getan. Das ist also nicht so das Problem. Fein Arme, okay. Ah, ich habe nicht mal geschwitzt. Ja, kommt nicht, drück das jetzt weg. So. Victory! Habe ich jetzt die Armor eingesammelt, die da oben lag? Ich hoffe es. Ich will es für ihn hoffen, dass er die noch mitgenommen hat. Also. Machen wir weiter. Confirm. Flip a card. Jetzt sind wir mal links. Wir haben Gold bekommen. Okay, rechts wäre ein Helm gewesen. Skills. So. Ich drücke einfach. Ich folge jetzt einfach mal den Pfeilen. Um hier nicht großartig rumzudümpeln. Die kann ich auch noch verbessern. Okay, aber wir gehen zurück. Quests. Receive Award. Confirm. Next. Pathfinding. Jetzt sind wir schon Level 3. Unser Mobile Fan Panda Skip. Battle. So, wir wollen natürlich möglichst viele Kämpfe sehen und nicht hier irgendwie rumgedümpelt. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen es geben wird. Wir machen jetzt noch diesen Kampf hier und dann sind wir auch direkt für diese Folge am Ende, weil ich das auch noch über Nacht hochladen muss. Wie gesagt, bisher sieht das Spiel echt cool aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass da Potenzial hintersteckt. Also wie gesagt, wenn euch das auch zusagt, ladet euch runter, was passiert jetzt. Ach, jetzt kommen hier so Wände aus dem Boden.
weiß nicht, ob ich meinen Trick nochmal anwenden soll von gerade. Erst im Kreis laufen, bis die hinter mir sind zusammen und dann mit der Special-Attacke. Rums, kriegen sie auf die Fresse. Das hat ganz gut funktioniert gerade, ne? So, ich laufe jetzt immer so lange im Kreis, bis ich die Special-Attacke, die Attacke wieder habe, jetzt quasi. Und hause dann kaputt. Das funktioniert doch ganz gut. Ich habe das Spiel ausgetrickst. Kann ich zwischendurch noch das Gold einsammeln? Das hat jetzt gerade nicht funktioniert. So, jetzt aber. Eben schnell hier rumlaufen, das Gold einsammeln. Und dann laufen wir mal weiter. Sind die da schon wieder? Das gibt's doch nicht. Geh mir doch nicht auf den Sack hier, Nervensägen. Was heißt denn das hier eigentlich? Oh, das war auch so eine Special-Fähigkeit. Okay. Haben wir also mehrere von. Wir folgen mal jetzt dem Fall und gucken, wo der uns noch so hinführen wird. Jetzt zitieren wir da ein paar. Ich laufe noch mal eine Runde im Kreis. 4 Stück. Und dann haue ich den mit den Special-Dings auf die Nase. Guck, das ist doch relativ easy noch, ne? So, jetzt müssen wir hier einsammeln. Ich glaube, hier vorne ist noch eine Goldkiste. Da holen wir uns nochmal 500 Gold. Ja, guck dir das mal an. Skip. Skip, skip, der Skipper. Und jetzt haben wir hier so einen Special Gegner. Alter, der hat Laseraugen, der Junge. Das ist ein bisschen wie so ein Super Monkey bei Bloons. Aber wir müssen mal gucken, dass uns jetzt der natürlich nicht schadet. Aber ich glaube, selbst der macht uns nicht großartig Gegenwehr. Den kriegen wir jetzt relativ easy kaputt. Relativ einfach Combo 4, 5, 6, 7, 8, bla bla. Und dann hat es den gleich aufzerrissen. Drücken wir mal auf die Fähigkeit. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Genau, wir haben eine 25er Combo oder noch mehr 30. Und Special. Und dann gibt es ein 39er Combo, jawohl. Onyx Armor, Gold, einsammeln, einsammeln. Easy enough. Victory und weiter. Wollen wir mal gucken, was noch so kommt. Sei denn, wir sind jetzt wieder im Menü, dann würde ich sagen, wir machen Feierabend für heute. Confirm. Und noch ein Kärtchen. Jetzt nehmen wir mal die Mitte. Und wieder Gold. Ja, toll. You got a Level Gift Pack. Okay, Bonus. Level Pack. Receive. Mehrere Sachen. Okay, check out the treasure chests. Ah ja, das ist quasi, jetzt wieder der Pay-to-Win-Anhalt. Vermute ich mal, dass man jetzt hier irgendeine Scheiße kaufen kann. Hier ist jetzt was free, aber ich vermute mal, dass das hier dann der Bereich ist, in dem man quasi dann auch Geld ausgeben kann. Ich weiß es nicht. Falls es nicht so sein sollte, nehme ich es zurück. Hier wird ja manchmal, oder manchmal vertut man sich auch schon mal, was passiert. Oder verschätzt es falsch ein. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Wir sehen uns morgen wieder mit einem zweiten Teil. Mal gucken, beziehungsweise vielleicht auch nicht direkt morgen, sondern im Laufe der Woche. Ich muss mal schauen, wann ich dazu komme. Auf jeden Fall werde ich noch ein, zwei Folgen machen davon als Test. Bisher gefällt es mir super. Wie gesagt, wenn ihr euch das Spiel auch runterladen wollt, Download-Link ist in der Beschreibung für iOS und Android. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis dann ja, in der nächsten Folge wieder oder halt bei irgendwelchen anderen Folgen, die ihr euch so anguckt. Bis dahin, danke fürs Zugucken, gebt einen Daumen nach oben, macht's gut und tschüss.